willkommen zu einem neuen FPÖ-TV-Magazin mit folgenden Schlagzeilen. Die Grünen versinken nach der Randale gegen den Akademikerball im linksextremen Sumpf. 2000 Gäste feierten in der Hofburg einen glanzvollen Ball für Demokratie und Grundrechte. Das FPÖ-Neujahrstreffen stimmte 5000 begeisterte Fans auf die Herausforderungen dieses Jahres ein. Horden gewalttätiger Linksextremisten verwandelten die Wiener Innenstadt in der Nacht vom 24. auf den 25. Jänner in einen bürgerkriegsähnlichen Schauplatz. Mit Stangen prügelten die enthemmten Horden auf Polizisten ein, sie zerschlugen unzählige Schaufenster und machten Jagd auf die Besucher des zweiten Wiener Akademikerballs. Ballgäste erstatteten direkt in der Hofburg knapp 40 Anzeigen, 7 davon wegen Körperverletzung. Eines der Opfer ist diese junge Studentin. Natürlich machen die Frauen auch keinen Halt, wie ich dann gemerkt habe. Bin auf den Boden gerungen worden, die haben noch fest auf die Schläfe getreten und gegen die Brust und meine Beine sind auch relativ zerschlissen. In der Aufarbeitung der Gewaltnacht hat sich eines deutlich gezeigt. Die durch das Aufkommen der Neos auf ihren linksextremen ideologischen Kern zusammengeschmolzene Partei der Grünen weist zahlreiche Berührungspunkte zu den Drahtziehern der Krawalle auf. Die Webseite nowkr.at, auf der gewalttätige deutsche Randalierer Informationen für ihre Wien-Reise vorfanden, gehört den jungen Grünen. Unseren Hass, den könnt ihr haben, war das Motto dieser Seite, das unweigerlich zur Straßengewalt führte. Doch das ist längst nicht der einzige Kontakt zwischen den Grünen und der hasszerfressenen NoWKR-Bewegung. Die FPÖ fordert daher, die gesamte Partei unter Beobachtung des Verfassungsschutzes zu stellen. Freitagabend in der Wiener Innenstadt. Der schwarze Block marschiert hinter einem Transparent mit der Aufschrift »Unseren Hass, den könnt ihr haben«. Die Parole stammt von der Seite nowkr.at, zur Verfügung gestellt von den jungen Grünen. Wenige Minuten später attackieren diese Randalierer am Stephansplatz die Polizei und schlagen zahllose Schaufenster ein. Der Schaden beträgt 1 Million Euro. Bilder wie diese sind nicht neu. Auch 2010 spielten sich ähnliche Szenen gegen den WKR-Ball ab. Mittendrin der damalige grüne Nationalratsabgeordnete Karl Oellinger. 14 Personen wurden verhaftet, nachdem die Kundgebung von der Polizei aufgelöst worden war. Am 8. Februar 2010, 10 Tage nach der Demo, fand das erste NoWKR-Repressionsbetroffenen-Treffen der Grünen statt, angekündigt auf der Webseite der autonomen Antifa, dem Sprachrohr des berüchtigten Schwarzen Blocks. Schauplatz des Geschehens, das Grüne Haus im 7. Bezirk. Als Ansprechpartner für die Randalierer fungierten neben Oellinger die noch aktuell im Parlament vertretenen Abgeordneten Daniela Musiol, Albert Steinhauser, Harald Walser und Wolfgang Zingel. Keine Rede also davon, dass die Homepage-Spende der jungen Grünen der einzige Berührungspunkt der Partei zur aggressiven NoWKR-Bewegung ist. Die FPÖ fordert Konsequenzen. Es ist erschreckend, was sich jetzt hier auftut und dass eine Partei wie die Grünen noch im österreichischen Nationalrat sitzt. Faktum ist, dass die Verstrickungen der Grünen in die extremistische Szene offenbar immer offensichtlicher werden. Und für mich ist jetzt ein Gebot der Stunde, diese Partei auch durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Parteiobfrau Eva Klawischnik hat, wie sich zeigt, nicht nur die Parteijugend nicht im Griff, sondern auch ihre eigenen Kollegen im Parlamentsclub und im Übrigen auch die von diesem Club verantworteten Webseiten nicht. Auf der Seite Stoppt die Rechten, die laut Impressum vom Grünen Club betrieben wird, findet sich ein Artikel, der die Gewalt grob verharmlost und Verschwörungstheorien über den Polizeieinsatz verbreitet. Die Grünen sind mit Sicherheit eine linksextreme Partei. Die Grünen haben nach außen einen demokratischen Deckmantel, aber in Wahrheit von den Nationalräten über die einzelnen Landtagsmandatare und Bezirksmandatare zeigen sich derart massive extremistische Tendenzen, dass die Gesamtbeurteilung einer extremistischen Partei aus meiner Sicht absolut zulässig ist. Diese Definition trifft jedenfalls auch auf diese Dame zu. Janine Wulz, ehemalige ÖH-Vorsitzende von den grün-alternativen Studenten, fand sich am Freitag häufig an der Seite des Schwarzen Blocks. Sie dirigiert die teilweise aus Deutschland gekommenen Randalierer durch Wien, quasi als Reiseleiterin der Gewalt. FPÖ-TV hat übrigens Videos über die Krawalle vom Freitag veröffentlicht, auf denen auch einige der Täter gut zu erkennen sind. Die Polizei nimmt Hinweise, die zu deren Ausforschung führen, gerne entgegen.
Die Turbulenzen, in die die Grünen durch ihre Verstrickungen in den Linksextremismus geraten sind, sind auch eines der Themen in unseren Medienschlagzeilen der Woche. Generalsekretär Harald Wilimski kommentiert außerdem die Pläne eines kompletten Rauchverbots in Lokalen und der Schließung von mehr als 100 Polizeiposten. Weit über 100 Polizeidienststellen will ÖVP-Innenministerin Mikl-Leitner schließen lassen. Sie verkauft dies als Sicherheitsprogramm, dahinter steht allerdings eher ein Sparprogramm. Für mich ist es der größte sicherheitspolitische Kahlschlag, der überhaupt stattgefunden hat in der Zweiten Republik. Die Frau Minister glaubt offenbar, dass in den Polizeiinspektionen unsere Polizisten die Füße hochlagern. Das Gegenteil ist der Fall. Polizeiinspektionen sind wichtige Stützpunkte, nicht nur für die Polizei, vor allem auch für die Bevölkerung. Und in einer Zeit der Rekordkriminalität, wo jede Minute in Österreich schon ein Delikt stattfindet, ist es ein sicherheitspolitischer Wahnsinn, den wir auf allen Ebenen bekämpfen werden. Gesundheitsminister Stöger von der SPÖ will nicht länger herumeiern, wie er sagt, und will ein totales Rauchverbot in der Gastronomie bis 2018 durchsetzen. In der Gesundheitspolitik klappt in Österreich hinten und vorne nichts mehr. Die medizinische Qualität sackt immer mehr ab. Die Wartezeiten in den Ordinationen und Spitälern werden immer länger. Und worum sich der Minister kümmert, ist bei den Wirten ein generelles Rauchverbot umzusetzen. Das geht ihnen in Wahrheit gar nichts an, weil das sind private Lokale, die sich an Gäste wenden und jeder Gast frei entscheiden kann, ob er dort rauchen möchte oder nicht. Und der Gesundheitsminister soll sich tatsächlich und endlich um die wirklichen Probleme seines Ressorts kümmern. Grünen-Chefin Glawischnik rüffelt ihre Parteijugend. Aus der linksextremen Ecke regt sich jedoch Widerstand. Der grüne Lack ist ab, würde ich sagen. Und die Verwicklungen der Grünen in die extremistische, gewaltbereite Szene werden immer offensichtlicher. Und Faktum ist ebenfalls, dass Frau Eva Glawischnik offensichtlich Opfer einer extremistischen linken Partei im österreichischen Parlament ist. Und sie soll sich jetzt entscheiden, ob sie überhaupt das Handtuch wirft und zurücktritt oder vielleicht ein warmes Plätzchen noch bei den Neos findet. Wir kehren zurück zum Wiener Akademikerball, widmen uns aber jetzt den ehrenwerten und aufrecht demokratischen Akteuren dieses Abends. Der Ball war auch heuer ein großer Erfolg und für die knapp 2000 Besucher ein gesellschaftlicher und kultureller Hochgenuss. Meine Kollegin Marlies Gasser hat ihn besucht und mit prominenten Gästen gesprochen. Herzlich willkommen zum Wiener Akademikerball 2014. Ich begrüße Sie aus dem prunkvollen Festsaal der Wiener Hofburg und lade Sie auf eine rauschende Ballnacht mit Glanz, Glamour und Tradition ein. An die 2000 Gäste feierten in der Hofburg einen stilvollen und noblen Ball. Um die friedlichen Ballgäste vor den gewalttätigen Ausschreitungen zu schützen, haben die Organisatoren entschieden, heuer im Vorfeld ein Gala-Diner anzubieten. Ballorganisator Udo Gumpichler ist mit der Umsetzung dieser Idee sowie dem gelungenen Abend hochzufrieden. Ich bin nicht nur zufrieden, sondern ich bin begeistert von der Haltung der Menschen, die hergekommen ist und gezeigt haben, dass wir hier das Recht haben, in der Hofburg Bälle zu veranstalten. Der Ball sieht sich in der Tradition der großen studentischen Bälle und lässt diese in einem glanzvollen Rahmen erstrahlen. Die Eröffnung wurde von den Aktiven der Wiener Korporationen mit ihren Damen inszeniert. Nach dem Einzug der Ehrengäste wurden die Ballgäste von einer eindrucksvollen musikalischen Einlage erfreut. Der Wiener Akademikerball ist gesellschaftlicher Treffpunkt von Studentenschaft, Bürgertum, Wirtschaft und Politik und hat seinen zahlreichen Gästen aus dem In- und Ausland wieder einen unvergessenen Abend geboten. Ich erwarte mir eine rauschende Ballnacht. Es soll ein schöner Ball werden, so wie es immer war. Und es wird auch ein schöner Ball, das spürt man ja jetzt schon. Bei den Leuten, man sieht es, alle sind gut gelaunt. Beautifully organized, wonderful food. Everybody's extremely nice and polite. It's a great place to meet people that I haven't met before. Ich bin zum ersten Mal da, leider Gottes davor nie Zeit gehabt. Und es freut mich besonders, als Tiroler hier in Wien die Wiener Ballkultur kennenzulernen und eben viele Freunde zu treffen aus dem nationalfreiheitlichen Lager. Was macht denn den Ball so besonders hier in Hofburg? Naja, es ist ja der Traum eines jeden kleinen Mädchen, mal in einem weißen langen Kleid einen Ball in der Hofburg zu eröffnen. Für viele Besucher ist der Ball ein selbstverständlicher Termin, um gemeinsam mit Freunden im besonderen Rahmen feiern zu dürfen. Ja, das ist für mich eine gute Tradition, weil ich
liebe Menschen wieder treffen möchte, die ich aus dem Studium kenne oder aus meiner Zeit im Parlament in Wien. Ich bin eigentlich immer ein treuer Besucher dieses Balles gewesen. Ja, eigentlich bin ich hier, weil ich seit 32 Jahren den Ball jedes Jahr besuche. Es ist für mich von der Jugenderinnerung, es war mein erster Ball, den ich in Wien besucht habe. Und es war für mich immer ein schönes Ereignis und diese Tradition möchte ich einfach weiter so auch durchführen. Das ist ein Ball, den ich auf keinen Fall versäumen möchte. Das ist ein fixer Eintrag in meinem Kalender. Denn dieser Ball ist einfach geprägt von Eleganz, von Klasse, von Stil, von einem schönen Abend mit viel Tanzen und viel Unterhaltung. Nach dieser würdevollen Ballnacht ist für HC Strache klar, dass der Akademikerball 2015 eine Fortsetzung erfahren wird. Die Freiheitliche Partei ist die drittstärkste parlamentarische Partei im österreichischen Parlament und wir haben genauso das Recht wie jede andere Partei in Österreich, auch einen Ball in der Hofburg auszurichten. Und das werden wir uns nicht nehmen lassen, auch nicht verbieten lassen und auch nicht durch gewalttätige Aufrufe verhindern lassen. HC Strache hatte gleich am Tag nach dem Ball seinen ersten großen Publikumsauftritt im Jahr 2014. Beim Neujahrstreffen in der Pyramide Vösendorf gab der FPÖ-Obmann vor rund 5000 begeisterten Besuchern aus ganz Österreich die politischen Themen vor. Wir haben für alle, die nicht dabei sein konnten, die Höhepunkte zusammengefasst. Super Stimmung herrschte unter den Gästen beim Neujahrstreffen in Vösendorf. Die John Otti Band sorgte auch dieses Mal für grandiose Unterhaltung. Ich danke euch, dass ihr zu Tausenden den Weg wieder hier in den Bezirk Mödling hergefunden habt, in die Pyramide Vösendorf. Ihr seid hervorragend, ihr könnt stolz auf euch sein. HC Strache unternahm den für Jahresanfang üblichen Ausblick auf das vor uns liegende politische Jahr. Vor uns liegt auf alle Fälle ein Jahr mit großen Herausforderungen. Und ich sage, wir werden diese Herausforderungen gemeinsam meistern, davon bin ich überzeugt. Speziell die EU-Wahl steht dabei im Mittelpunkt. Eine wichtige Wahl, bei der eine starke FPÖ für die notwendige Kurskorrektur der europäischen Politik sorgen wird. Und am 25. Mai 2014 wird diese Wahl stattfinden, wo ich froh bin, dass wir exzellente Kandidaten haben, mit unseren Spitzenkandidaten Andreas Mölzer und Harald Wilimski ein Doppelspitzenduo haben, wo ich sage, da werden wir einiges erreichen, liebe Freunde. Unsere FPÖ-TV-Moderatorin Lisa Ullmann interviewte die beiden live auf der Bühne. Andreas Mölzer, warum geht die FPÖ mit einer Doppelspitze in diese Wahl? Naja, das ist die ganz natürliche und logische Verbreiterung unserer europäischen Politik. Harald Wilimski steht für eine neue, jüngere und dynamische und wie ich glaube sehr energische EU-Politik. Und ich bin natürlich jener, der für Gesinnung, für Erfahrung und für Kontinuität steht. Generalsekretär Wilimski freut sich nach vielen Jahren im Nationalrat auf die internationale Zusammenarbeit mit patriotischen Freunden. Wenn du wirklich Dinge ändern willst, musst du auch danach trachten, auf europäischer Ebene nach Freundschaften, nach Allianzen und nach Netzwerken Ausschau zu halten, um quasi im Auge des Orkans dafür zu kämpfen, dass Österreich die Souveränität und die Eigenständigkeit zurückerhält von diesen Eurokraten in Brüssel. Auch die zuvor stattfindenden österreichweiten Arbeiterkammerwahlen erfordern eine laute, freiheitliche Stimme. Die Situation am österreichischen Arbeitsmarkt ist schlimmer denn je. Monat für Monat werden weitere tausende Personen aus dem Ausland in den österreichischen Arbeitsmarkt und ins Sozialsystem einwandern und natürlich die Lage weiter verschärfen. Und so gesehen ist es auch am österreichischen Arbeitsmarkt bereits 5:05. Und liebe Freunde, ich bin daher froh, wenn jetzt die Arbeiterkammerwahlen auch stattfinden und man dort die Chance hat, dieser Regierung auch bei der Arbeiterkammerwahl zu zeigen, was man von ihr hält. Nämlich der freiheitliche Hammer in der Arbeiterkammer muss sichergestellt werden. Denn die österreichischen Interessen sind unter SPÖ und ÖVP schon lange verraten und verkauft worden. Liebe Freunde, Österreich zuerst ist für uns kein Lippenbekenntnis, sondern eine Herzensangelegenheit. Wenn da über 5000 Bürger heute gekommen sind zu unserer Neujahrsveranstaltung 2014, dann zeigt das, welche Kraft da ist. Und ich sage, man spürt einfach,
Es ist den Menschen eine Herzensangelegenheit, dass etwas weitergeht im Land. Und ich sage, unsere Zeit kommt, das spürt man. Ich sage, das freiheitliche Zeitalter bricht an. Wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal.